Tatsache ist, Italien hat nicht mehr viel Zeit. Die Zinsen für Staatsanleihen sind auf weit über 7% gestiegen. Das ist normalerweise die kritische Marke, bei der Staaten eingeschläfert werden. Wir schalten nach Rom zu unserem Korrespondenten Ulrich von Hesen. Hallo? Ulrich? Servus, servus, guten Abend, herzlich willkommen hier in der Mehrzweckhalle Großen Klöten, beziehungsweise in Rom. Ulrich, herzlich willkommen. Ulrich, es ist so wahnsinnig durchsichtig, was Sie hier machen. Schreiben Sie sich das auf. Sie werden nicht der Nachfolger von Thomas Gottschalk. Aha, mein Lieber, will ich ja auch gar nicht. Ich bin Journalist hier in Rom. Und ich begrüße besonders die Zuschauer in Österreich und natürlich in der Schweiz. Och nee, ehrlich. Stopp, aufhören! Ulrich, es stimmt, das ZDF ist verzweifelt. Aber doch nicht so verzweifelt. Wir waren beim Thema Berlusconi. Der Mann hat das Ausmaß der Krise offenbar immer noch nicht begriffen. Hier, der meint ernsthaft. Die Restaurants in Italien seien voll, den Italienern gehe es gut. Ja und? Klar ist jedes Restaurant voll, wenn der Silvio da aufläuft. Mit 10 Leibwächtern und 20 Nutten. Das ist also wirklich so unglaublich, was da passiert. Im Gegensatz zu Griechenland ist Italien ja eine wirtschaftlich gesunde Nation und die lässt sich zugrunde richten über Jahre von dem Typen, der sich seine Frisur mit einem schwarzen Edding aufgemalt hat. Wann tritt er denn jetzt endlich zurück? Das ist eine gute Frage. Ich wette, dass Silvio aus Rom so lange im Amt bleibt, bis alle Gerichtsverfahren gegen ihn verjährt sind. Top, die Wette gilt. Nein, gilt sie nicht. Also gut. Gut, dann wette ich mal, dass, hier haben wir das, Silvio, unser Silvio aus Rom, 5 minderjährige Prostituierte unterscheiden kann. Und zwar, jetzt kommt's, nur am Geruch ihres Schülerausweises. Das ist doch unglaublich. Oder Michel? Ich heiße Oliver. So, und jetzt versuche ich es ein letztes Mal. Wie lange müssen die Italiener noch Aussagen wie diese hier ertragen? Ich frage mich gerade, wenn ich hier so am Gipfeltisch sitze, wer könnte Italien besser repräsentieren als ich selbst? Schwierig. Ich würde sagen, jeder andere. Haustiere und Möbel eingeschlossen. Ja, Sie haben völlig recht. Jeder ist ersetzbar, sogar Thomas Gottschalk. Oh, ich ignoriere das jetzt mal einfach. Was kommt denn nach Berlusconi? Das kann ich Ihnen sagen. Hier kommt Chris de Burgh. Nein, kommt er nicht. Na gut, dann kommt eben Status Quo. Auch nicht. Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Nicht? Was ist mit Peter Maffay? Nein. Tina Turner. Bin ich doof. Rolf Zuckowski und seine Freunde. Die stinken. Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Noch einen Möchtegern Gottschalk.